Unter anderem gab es die Frage, wer soll als nächstes gegen Islam Dudatov kämpfen. Mhm. Da wurde dann dein Name auch mal mit in den Hut geworfen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hast du signalisiert, so, ey, hört mal zu, mir ist eigentlich egal, gegen wen. Die Leute auf Internet, auf Instagram, die reden, weißt du, immer so, ja, ich kämpfe hier, ich kämpfe da. Aber geh mal in Oktagon und geh kämpfen da. Mhm. Und danach, wenn du gewinnst, dann kannst du wieder so die nächste Kämpfe machen. Aber nur reden auf Instagram, das ist so für Kinder. Das heißt, wäre der Vertrag gekommen und da hätte jetzt nicht Florim Zendeli gestanden, sondern Islam Dudatov, hätte genauso unterschrieben. Ich sitze hier mit Shikina Nosso Pedro. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo. Hey. Wir haben dich das letzte Mal gesehen im Einsatz in einem sehr spektakulären Kampf gegen Maurice Abevi. Da ging es vor und zurück. Du hattest schon den Kampf auf des Messers Schneide, hattest eine tiefe Submission drin. Irgendwie, habe ich keine Ahnung, ist da Abevi wieder rausgekommen und hinten raus hat er es dann geschafft, dich zu submitten. Da wir das erste Mal wieder miteinander sprechen, seitdem das passiert ist, sag mal ganz kurz, wie war das für dich? Wie hast du es erlebt? Ja, letztes Jahr war richtig gut für mich. Ich habe richtig viel Erfahrung mitgenommen von die Tournee von NFC. Und ja, das war nur Schaden, dass ich die letzten Kämpfe verloren habe. Und ja, das war richtig eng, mein Armbar. Aber ja, Abevi hat richtig gut gemacht mit einer technischen Submission. Und ja, ich könnte das nicht verteidigen. Jetzt weiß ich, wie ich das verteidigen muss. Aber ja, das geht. Das ist die Sport. Das ist MMA. Das ist auch, warum ich diesen Sport liebe. Weil da sind richtig viele Möglichkeiten zu gewinnen, aber auch zu verlieren. Und das macht Sport so geil. Ja. Auf jeden Fall. Und du hast ja eine sehr eindrucksvolle Performance hingelegt, auch während der NFC Series, wo du ja ein Teil dessen warst. Und hattest dich dann auch schon zu so einem Angstgegner entwickelt, weil alle gesagt haben, boah, der ist physisch so stark, so ein starkes Ground Game. Mhm. Deine Guillotinen sind ja absolut gefährlich und du hast noch ein paar andere Dinge auf Lager, konnte man alles sehen. Du hast gesagt, das war ein gutes Jahr. Ja. Dann im Finale, kurz vorm Sieg gewesen zu sein, hat das dich auch ein bisschen frustriert? Nein, weil das ist der Sport, das ist normal. Da muss immer ein gewinnen und ein verliert immer. Mhm. Und ja, dann bei meinem letzten Kampf war ich das. Und du musst das dann auch als ein Mann nehmen und dann weitergehen. Weil ich weiß, dass das nur ein Kampf ist und die nächste Kampf kann ich wieder zeigen, was ich kann. Ja. Okay, auf deinen nächsten Kampf, der steht schon, auf den werden wir noch eingehen. Zwischendurch ist natürlich ein bisschen Zeit vergangen. Im Internet passiert viel, auch wenn man vielleicht sich nicht sieht oder vielleicht auch nicht kämpft. Mhm. Aber es wurde viel geredet. Es wurde viel spekuliert, wer kämpft als nächstes gegen wen. Viele Namen sind da so ein bisschen durch die Gegend geflogen. Unter anderem gab es die Frage, wer soll als nächstes gegen Islam Dudatov kämpfen. Mhm. Da wurde dann dein Name auch mal mit in den Hut geworfen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hast du signalisiert, so, ey, hört mal zu, mir ist eigentlich egal, gegen wen. Ich kämpfe gegen jeden. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist mir auch egal, weil die Leute auf Internet, auf Instagram, die reden nur, weißt du, immer so, ja, ich kämpfe hier, ich kämpfe da. Aber geh mal in Oktagon und geh kämpfen da. Mhm. Und danach, wenn du gewinnst, dann kannst du wieder so die nächste Kämpfe machen. Aber nur reden auf Instagram, das ist so für Kinder. Mhm. Das alleine macht noch kein Kämpfer. Ja, wir sind Kämpfer, weißt du. Okay, cool. Instagram kannst du brauchen für Promotion, aber ja, mach keinen Scheiß immer so auf Instagram, weißt du. Mhm. Das heißt, wäre der Vertrag gekommen und da hätte jetzt nicht Florim Zendeli gestanden, sondern Islam Dudatov, hätte genauso unterschrieben? Ja, ich hatte schon gegen meinen Manager Arber, habe ich auch gesagt, also gib mal Wien, das ist mir egal, wie ich kämpfe. Ich weiß, dass mit meinem Stil ist das für alle Gegner ist das ein bisschen schwerer zu kämpfen, gegen mich zu kämpfen. Also ja, das ist mir egal, gegen wie ich kämpfe. Das ist natürlich ein Faktor oder eine Einstellung, die es sehr einfach macht, einem Manager. Aber Belegu, dein Manager wird da sehr glücklich sein, denn das ist bestimmt nicht immer die Regel. Es gibt ja auch Kämpfer, die sind sehr viel wählerischer und sagen, nee, gegen den nicht, aber nicht da und nicht dann. Und, sondern du sagst, ja,
Bist du da auch flexibel, was die Gewichtsklasse angeht? Oder sagst du, nee, nee, Gewichtsklasse muss schon safe bleiben? Ja, so ich bin jetzt 77, also das ist Welterweight. Und das ist ein gutes Gewicht für mich, weil ich mache nicht, ja, ich mache so 3 Kilo, 4 Kilo Weight Cut. Das ist richtig einfach, einfach für mich. Ich kann jetzt essen, was ich will, und das ist gut. Aber ich weiß, dass ich auch Lightweight schaffen kann. Und vielleicht in Zukunft werde ich einen Kampf versuchen im Lightweight Division. Aber da weiß ich noch nicht sicher. Aber für jetzt bleibe ich mal ja, in Welterweight, weil das besser geht für mich. Hast du natürlich dann den Vorteil, was du gerade gesagt hast, ich kann essen, was ich will. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich esse, was ich will, sehe ich nicht aus, so wie du jetzt gerade. Also Gratulation dazu. Nachteil ist natürlich, dass du für ein Weltergewicht schon relativ klein bist. Ja. Also dein Frame, dein Körperframe wäre wahrscheinlich eher das eines Leichtgewichts. Bislang ja, das weiß ich. Aber damit kein Problem. Ja, das ist für mich kein Problem, weil ich kämpfe immer gegen Jungs, die länger sind. Mhm. Und ja, sie sagen auch, ja, so, wenn die größer sind, sind die auch stärker. Aber die habe ich noch nicht gesehen, die in meinen ja, Division selbe Kraft hat als mich. Also das, ja, das ist okay für mich. Okay. Wie schätzt du das denn ein mit deinem nächsten Gegner, Florian Zindeli? Ja. Was kann der gut? Denkst du, dass der vielleicht stärker sein könnte als du? Ich denke nicht. Ich habe zwei Kämpfe habe ich gesehen, auch bei NFC. Und das war, diese Kämpfe waren also, ja, nicht so lange Kämpfe. Und ja, er ist richtig ein Ringer und auch ein Bodenkämpfer. Und ich habe nicht so Striking gesehen bei ihm. Und ja, er muss mal mehr erst nach die Boden kriegen und danach muss er auch mehr da halten. Und das wird schwer für ihn. Und ich kann auch standen kämpfen. Das habe ich noch nicht so gezeigt bei NFC. Aber die Jungs von meinem Gym, die wissen schon, dass wir ja immer so ständig kämpfen. Und ja, ich brauche mal immer Boden, wann ich das will. Das ist mein Kampf immer, wann ich kämpfe gehe. Und ich kämpfe immer, ja, was mein Gegner so nicht kann, weißt du. Vielleicht in diesen Kämpfen werde ich mehr Stande kämpfen. Aber ja, ich werde immer, ich wollte immer auch auf Boden finishen mit einem Submission oder mit Ground and Pound. So. Das klingt so ein bisschen, als wärst du selbstbewusst, dass du dir schon aussuchen kannst, wo der Kampf stattfindet. Also, dass du durchaus sagen kannst, nee, nee, wenn ich im Stand bleiben will, dann bleibe ich auch im Stand. Würde ja bedeuten, dass dein defensives Ringen zumindest mal so gut ist, dass er nicht die Option hat, dich auf den Boden zu nehmen. Hat er. Doch, das kann bei allen. Kannst du, er kann einen Takedown machen und mir nach Boden nehmen, aber nach Boden nehmen ist ein, aber du musst mir da auch halten. Und ich kann auch meine Sache auf Boden machen. Also dann gucken wir mal, wie besser ist. Wie gut bist du vom Rücken aus mit Submissions? Gut. Ja, ja, ich habe mal ein paar gute Moves und auch Verteidigung. Ich traine mit diesen guten Jungs vom Checkmate Rotterdam. Und sie, ja, diese Leute sind richtig gut. Sie haben auch diese Edition von ADCC gekämpft und alle haben ja so gute Plätze behalten. Also auf Boden kann ich auch, also verteidigen, auf Rücken bin ich auch gut. Okay. Was ist so deine Lieblingssubmission, dein Lieblingsmove vom Rücken aus? Ja, habe ich nicht richtig, weil normalerweise, wenn ich mit diesen Leuten trainiere, von diesen Jiu-Jitsu-Jungs, ich kann kein Ground and Pound machen. Und ja, ich habe immer so die Möglichkeit, das zu machen. Und ich weiß, wann ich die Rücke hat, dann kann ich auch ja, gute Ellbogen geben. Und dann mache ich ein, ja, so ein Guillotine oder andere Moves wie ein Kimura. Kann ich auch von Rücken machen. Also ja. Eine Submission, die du definitiv besonders gut kannst, ist die Guillotine. Was machst du anders als andere Leute? Nix. Ich glaube, dass das nur ein Ding ist, weil ich weiß, ich habe die Rhythmen, weißt du? Ich weiß, wann ich ja, ein Guillotine machen muss und ich brauche keine Kraft. Und alle sagen, also, aber du, das sieht aus, wie du Kraft brauchst, aber ich mache das mit Kraft. Das ist nur mein Beine, aber nicht mit meinen Armen, weil ich weiß, wann du das 30 Sekunden machst, dann sind deine Arme kaputt. Und ich, ja, ich bin da immer so vorsichtig, das zu machen.
Okay, also es ist eher eine Frage des Timings und nicht alles aus dem Arm zu holen, sondern den ganzen Körper mit zu involvieren. Das ist das Geheimnis. Ja, das ist nicht so schwierig. Aber dieser Move gefällt mir richtig gut und ich brauche das auch. Aber ich habe mehr dann nur ein Guillotine. Ja, du bist definitiv kein One-Trick-Pony. Deswegen auch spannende Frage, wie endet der Kampf zwischen dir und Florin Sindeli? Also ich glaube, dass ich in die erste oder zweite Runde finishen werde mit einem, oder mit einem KO, weil ich habe gute KOs, also gute Moves habe ich gedrillt und oder mit einem Submission auf Boden. Aber ich werde diese Kämpfe für zweite Runden werde ich das finishen. Und wenn das nicht passiert, dann kann ich auch drei Runden kämpfen. Sie haben das gesehen in den letzten Jahren. Mhm. Ich bin immer so fit. Mein Conditioning ist so ist gut und besser jetzt. Und ich habe richtig viel Bock auf diese Kämpfe. Was sind die Gefahren bei Florin Sindeli? Was kann der besonders gut? Wofür musst du aufpassen? Also er ist Ringer. Also ich glaube, dass er gute Takedown hat. Aber er ist auch lang und ich bin kleiner. Also das ist schwierig für ihn, mir nach die Boden zu kriegen. Und er hat auch lange Arme und Beine. Und das ist immer so mit auf Boden musst du immer so vorsichtig sein, dass weil er kann Anacondas machen oder Darkstrokes machen. Und das da muss ich ein bisschen ruhig bleiben. Okay, ein bisschen aufpassen. Jetzt wirst du in Balingen kämpfen am 18.06. Die Stadt an sich ist ja jetzt keine Megametropole, wo jeder sagt, Mensch, da muss ich mal hin, noch kennst du die Stadt nicht. Als deutscher MMA-Fan kennt man diese Stadt, weil einer der erfolgreichsten Teams des Landes daherkommt, die Planet Eater. Das ist auch einer der Gründe, warum wir eben auch dahin gegangen sind. Viele der Kämpfer von der Karte besetzen eine Hälfte von jedem Matchup. Gleichzeitig, und das ist was dich vielleicht auch interessieren könnte, dein Kampf ist einer der Featured Fights, also einer der drei Kämpfe, die wir live zeigen werden auf Sport 1 im deutschen Free TV. Ist das was, worüber du nachdenkst? Ist das was Besonderes für dich oder ist das einfach nur ein weiterer Kampf? Ja, ich wüsste das nicht. Aber das ist cool, weil da sind da mehrere Augen auf mich. Und das ist cool. Mhm. Aber das ändert nicht, was ich mache soll in diesen Kämpfen. Ich muss nur kämpfen, wie ich immer kämpfe. Und dann, glaube ich, dass ich werde gewinnen. Okay. Bei der letzten NFC waren wir auch mit den letzten drei Kämpfen live und im Schnitt haben das 500.000 Leute gesehen in Deutschland. Oh, cool. Also es haben schon ein paar Leute eingeschaltet und das war das erste Mal. Also vielleicht werden es ja diesmal sogar noch mehr. Es ist also eine große Bühne und das ist aber kein zusätzlicher Druck für dich, so habe ich das verstanden. Ja, Druck, nein. Ich habe so andere Sache auf meinen Kopf. Das Kämpfe ist für mich nur Spaß und ich mache das richtig. Und sind andere Sachen im Leben, die mehr Druck geben, aber nicht was kämpfen. Denn? Ja, so alles Zukunft und was machst du mit deinen Familien, das ist für mich wichtiger dann ein Kampf. Und Kämpfen ist, das ist nur Spaß. Kämpfen ist Spaß und so alle anderen Sachen, die machen dir Druck. Ja. Das ist auch eine spannende Perspektive, habe ich so auch selten gehört tatsächlich. Na, dann gucken wir dir mal zu, wie du am 18.06. Spaß hast. Ich hoffe, du kommst gut durch die Vorbereitung. Ja. Du kannst gerne nochmal eine Message loswerden an deinen Gegner, an die Fans, deiner Mama danken. Da ist deine Kamera, bitteschön. Also nur an alle Fans, guck unser Kampf am 18. Juni in Balingen bei NFC. Und ich weiß sicher, dass wir also eine gute Show machen werden. Danke. Ja, ich danke auch, dass du den weiten Weg hingekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ich freue mich extrem auf deinen Kampf, weil egal wie, ich habe noch nie eine Sekunde Langeweile gehabt, als du im Cage standest. Ich glaube, das wird auch am 18.06. so sein. Schreibt uns doch gerne einmal in die Kommentare, was denkt ihr, wer diesen Kampf gewinnt? Wird es dieser Mann hier sein oder wird es sein Gegner Florin Sindeli sein? Und ja, wie werdet ihr gucken? Seid ihr vor Ort? Habt ihr euch ein Ticket gekauft oder schaut ihr das Ganze auf Sport 1 oder hier auf dem YouTube-Kanal? Sagt doch einfach mal Bescheid. Lasst uns gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und um nichts mehr zu verpassen, drückt auch gerne einmal auf die Glocke. In diesem Sinne, das war's für heute von uns. Egal was ihr macht, macht's gut und bleibt cremig.